Aber ich weiß es ja nicht so gut. Der Carsten, der Richard hat heute in der Bühne relativ mal durchgefestigt. Sieht sehr gut aus. Also ich habe ja bei der letzten Ding habe ich ja schon im Spüracker Ding, dann Corona und Marcel Huber, weil der Huber ja wahrscheinlich das Landwirtschaftsministerium logische Konsequenz, der Spüracker wird wahrscheinlich das dann gleich. Liebe Schülerinnen vor allen Dingen, herzlich willkommen hier im Innenministerium. Ein bisschen ungewöhnlich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf als Chef der Münchner S-Bahn. Aber wir suchen natürlich jedes Jahr so ein bisschen auch nochmal eine besondere Location anlässlich unserer Zertifikatsübergabe für Schülerbegleitprogramm. Ich glaube, das ist auch uns in diesem Jahr gelungen und da möchte ich mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft des Hauses hier bedanken. Uns verbindet ja zusammen mit der Bundespolizei eben eine jetzt über 10-jährige Zusammenarbeit in dem Schülerbegleitprogramm, dessen Schirmherr Herr Minister Hermann Sie sind. Vielen Dank dafür und nochmal allen ein ganz herzliches Willkommen. Ich möchte gleich zu Beginn übrigens nochmal bei zwei Menschen, die ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, wahrscheinlich besonders auch kennt, bedanken, ohne die das alles nicht möglich wäre. Das sind nämlich die beiden Menschen, die das seitens der Bundespolizei und seitens der S-Bahn München begleiten. Das sind der Herr Brach und der Herr Figua. Ein besonderer Dank geht auch an den Schulen, an den teilnehmenden Schulen und da nicht nur den Schülerinnen und Schülern. Was ist super, dass ihr da mitmacht, sondern auch nochmal den Betreuungslehrern. Das ist für uns eine wichtige Interaktionsmöglichkeit, eine Ansprechstelle,
damit wir das, was wir in den letzten 11 Jahren, muss man sagen, hinkriegen, auch hinbekommen. Die S-Bahn München mit 1200 Mitarbeitern bewegen wir täglich rund 1100 Züge. Übrigens entgegen der landläufigen Meinung ganz überwiegend auch pünktlich und zuverlässig. Wir bringen täglich rund 840.000 Fahrgäste an ihr Ziel. Ganz viele davon, gerade morgens und auch in den Mittags- und frühen Nachmittagsstunden, sind Schülerinnen und Schüler. Wenn man mal guckt, wie dieses Programm entstanden ist, muss man auch sozusagen immer ehrlich miteinander sein, denn auf die Idee gekommen sind wir durchaus auch deshalb, weil es nicht nur bei uns, sondern bundesweit auch immer mal Beschwerden gab von anderen Fahrgästen, Überschüler, von Schülern untereinander, aber auch von Eltern, die sich beschwert haben, wie es denn manchmal in den Zügen zugeht und ob man da nicht was tun könnte. Daraus geworden und geboren wurde das Programm, das wir heute hier feiern und im Rahmen dessen wir heute Zertifikate übergeben, das DB Schülerbegleitprogramm. Überzeugen statt petzen und hinschauen statt wegsehen. Das waren so und sind die zwei Leitmotive dieses Programmes. Und wir blicken mittlerweile auf, ich habe es gerade schon gesagt, eine 11-jährige Geschichte zurück. Letztes Jahr hatten wir 10-jähriges Jubiläum und ich finde das wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass es uns gemeinsam, allen Beteiligten, gelungen ist, in der Zeit fast 2000 Schülerinnen und Schüler auszubilden. Wir werden dieses Jahr die 2000er-Grenze erreichen. Auch in dem Jahr, im Schuljahr 17/18, wieder 170 Schülerinnen und Schüler. Vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen auch für alle Anwesenden, was so das Programm anbelangt. Es ist ein fast dreimonatiges Programm, das 20 Unterrichtsstunden, Schulstunden vorstellt, eben nicht Unterrichtsstunden. Das ist, glaube ich, nochmal ein wesentlicher Punkt, nämlich zum Teil findet das während der Schulzeit statt, zum Teil findet das auch in der Freizeit statt. Und das zeigt, glaube ich, auch nochmal das Engagement, das uns auch wichtig war, dass wir sozusagen nicht irgendwie Unterrichtsstunden nur absitzen, sondern dass es eben auch eine gewisse Überwindung bedarf, zunächst mal dahin zu gehen und besonders Engagement bedarf. In dieser Zeit wird handlungsorientiert gearbeitet, so sind die Methoden ausgerichtet. Es steht ein Erlebnistag am Ende der Zeit, wo dann im Verkehrsunternehmen auch nochmal reflektiert wird, probiert wird. Und es gibt, und deswegen sind wir heute auch hier zum Schluss, ein Zertifikat und einen Ausweis. Was wird in diesen Schulstunden gelehrt, in Anführungszeichen, probiert, miteinander diskutiert? Es geht vor allen Dingen um das Thema Deeskalation, also wie gehen wir mit Situationen um, die im Zug schon mal entstehen können. Wie kann man erfolgreiche Konflikte bewältigen? Beides immer unter der Überschrift, natürlich keine unnötigen Gefahren eingehen, sondern eben Situationen auch erkennen können. Das hat beispielsweise was mit dazu zu tun, dass wir auch darüber diskutieren, an welcher Körpersprache merken wir denn, wie unser Gegenüber beispielsweise drauf ist. Das ist uns übrigens im täglichen Leben auch. Und wie gehen wir eigentlich auch mit persönlichen Provokationen um? Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit dass der Erfolg dieses Programms, dass das alles Themen sind, die uns nicht nur als Schülerinnen und Schüler auf dem Weg, vom Weg zur Schule helfen, sondern dass das durchaus auch Themen sind, die uns im tagtäglichen Leben helfen. Hier gilt also tatsächlich das Motto, nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Das können wir alle da gebrauchen. Ich darf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, nochmal ganz herzlich beglückwünschen, dass ihr das Programm erfolgreich absolviert habt und freue mich, wenn wir jetzt, Herr Staatsminister, Ihr Grußwort hören. Vielen Dank. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen liebe Schülerinnen und Schüler. Grüß Gott, lieber Herr Büttner, lieber Herr Panteloff, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Ich freue mich, dass ich
euch alle, dass ich Sie alle hier im Bayerischen Innenministerium begrüßen darf. Das ist für uns auch eine besondere Freude und Ehre, weil, das sage ich sowohl als Innen- wie als Verkehrsminister, es natürlich großartig ist, wenn es junge Leute gibt, die sich insgesamt für ein Stück Sicherheit und Ordnung, für gute Fahrt in unseren S-Bahnen und vor allen Dingen für einen Zustand der S-Bahnen, in denen sich die jungen Leute genauso wie die älteren Fahrgäste gerne aufhalten, dass sich junge Leute dafür einsetzen. Das ist ganz allgemein gut, wenn sich junge Leute einsetzen in unserem Land, weil das gehört auch, das darf ich bewusst etwas weiterführen, schon sagen, zum Kernbestand unserer Demokratie. Wir sind ja stolz darauf, ein demokratisches Land zu sein. So wie in vielen anderen Bereichen auch, Demokratie lebt davon, dass Bürger sich engagieren. Demokratie ist eben nicht nur irgendwo für so ein paar Großkofferte oder Minister oder Abgeordnete dergleichen. Demokratie lebt davon, dass die Bürgerinnen und Bürger sich hier engagieren. Dass sie begreifen, ja, es ist ihr eigenes Schicksal, dass die Bürgerinnen und Bürger letztendlich in der Hand haben. In jeder Hinsicht, Tag für Tag. Und deshalb ist es immer gut, wenn man erkennt, ja, es ist richtig, sich selber einzubringen, sich selber zu engagieren. Ganz besonders gilt das in der Tat auch für Fragen der Sicherheit in unserem Zusammenleben. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank für die Idee. Ich weiß nicht, wer sie hatte, Herr Büttner, Herr Bandorf, wer auch immer. Hier heute mal das Bayerische Innenministerium zu besuchen. Wir haben ja insgesamt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Ich will jetzt nicht auf die feinen Unterschiede zwischen Bayerischer Polizei und Bundespolizei eingehen. Das müsste dann irgendwo in der Sozialkunde oder sonst was mal lernen. Aber vielleicht habt ihr das ja da in der S-Bahn auch schon ein bisschen mitgekriegt. Jedenfalls, ja, wir in Bayern sind jedenfalls sehr stolz darauf, dass wir unter den 16 deutschen Ländern das sicherste aller Länder sind. Wir haben in Bayern seit vielen Jahren die niedrigste Kriminalität, wenn man die Straftaten in Relation zu einer Bevölkerungszahl setzt. Wir haben die niedrigste Kriminalität und gleichzeitig die höchste Aufklärungsquote. Das heißt, es werden bei uns weniger Straftaten begangen als in anderen Bundesländern und von denen, die doch begangen werden, werden mehr aufgeklärt. Also geklärt, wer der Täter ist und die Täter ermittelt und festgenommen. Ja, da sind wir der Bayerischen Polizei dankbar. Die Führung der Bayerischen Polizei ist auch hier im Haus, hier im Innenministerium angesiedelt. Von hier aus wird das ganze Polizeigeschehen für die Bayerische Polizei gesteuert. Da sind wir den Polizistinnen und Polizisten dankbar für den guten Job, den die machen. Aber, und das ist wichtig, gerade im Hinblick auch auf euch, wie sicher wir insgesamt in unserem Land leben können, das ist eben nicht nur eine Frage, wie engagiert unsere Polizei arbeitet, sondern es hängt ganz wesentlich von unseren Bürgerinnen und Bürgern insgesamt ab. Von Bürgerinnen und Bürgern, die sich freiwillig engagieren, die sich für unsere Gesellschaft stark machen. Das gilt für viele große Organisationen, zum Beispiel unsere Feuerwehren. Die Landeshauptstadt München hat eine große, starke Berufsfeuerwehr, aber auch schon in München gibt es auch eine große freiwillige Feuerwehr. Und draußen auf dem Land, in den kleineren Orten, da gibt es überhaupt nur freiwillige Feuerwehren. Da gibt es keine Berufsfeuerwehren, da gibt es nur Feuerwehren, die aus ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen. Also Männern und Frauen, die einen anderen Job haben und nebenbei in ihrer Freizeit sich in den Feuerwehren engagieren. Aber wenn die Sirene heult oder der Alarm eben sonst ausgelöst wird, dann sind die alle da, um für die Sicherheit anderer Menschen zu arbeiten. Und das setzt sich fort in ehrenamtlichen Engagement in Rettungsdiensten beim Roten Kreuz oder dem Arbeiter-Samariter-Bund oder den Maltesern und den Johannitern oder dem Technischen Hilfswerk und, und. Da gibt es Menschen, die sich in der Sicherheitswacht engagieren, auch ehrenamtlich. Also es gibt ohnehin schon viele, die sich hier in solchen Organisationen beständig engagieren und da auch auf die Weise für Sicherheit anderer Menschen da sind. Und deshalb finde ich es natürlich auch besonders großartig, wenn ihr, liebe Schüler, Begleiter, schon in jungen Jahren euch für das Gemeinwohl engagiert, mit eurer ehrenamtlichen Tätigkeit letztendlich den Alltag bereichert. Ihr übernehmt Verantwortung und ihr setzt euch damit aktiv auch für
Mitschüler, für Mitfahrer in den S-Bahnen, für Mitmenschen insgesamt ein. Deshalb bin ich der Anfrage gerne nachgekommen, habe gerne Ja gesagt, zum einen euch heute hier im Innenministerium zu begrüßen und dann zusammen mit Lübner in Wanderhof, mit denen, die hier aktiv sind, anschließend die Zertifikate und Ausweise für die DB-Schülerbegleiter und Schülerbegleiterinnen zu überreichen. Seit über 10 Jahren werden nun schon Schülerinnen und Schüler wie ihr mit dieser Aufgabe zum Vorbild. Und zwar nicht nur für andere Schüler, sondern ich denke auch für viele Erwachsene. Wir haben solche Projekte auch, wie ihr als Schülerbegleiter hier im Raum München. Wir haben solche Projekte auch in anderen Teilen Bayerns. Und ich muss immer wieder mit Respekt sagen, ich finde es toll, wie viel landesweit gesehen Hunderte, viele Hunderte jedes Jahr sich entsprechend hier wieder einbringen und auch schulen und ausbilden lassen. Und deshalb sage ich ganz bewusst, ja, ihr seid ein Vorbild. Und zwar nicht nur Vorbild für andere junge Menschen, sondern ich sage es ganz bewusst auch gegenüber Erwachsenen. Ich würde mir wünschen, wenn wir so viele Erwachsene auch hätten, die sich engagieren, die bereit sind, da aktiv zu sein. Dazu gehört ja schon ein Stück Mut, dazu gehört Selbstbewusstsein. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken. Seit dem Start des Programms 2007 haben sich bereits knapp 2000 Schülerinnen und Schüler zu DB-Schülerbegleitern ausbilden lassen. Das ist schon eine ganz beachtliche Zahl. Und es geht letztendlich um nichts anderes als immer wieder das bekannte Motto: hinschauen statt wegschauen. Aktiv zu sein. Nicht dann, wenn irgendwas Unangenehmes passiert, möglichst schnell davon zu rennen. Natürlich ist klar, ihr sollt euch nicht selbst in Gefahr bringen. Aber dann, wenn es zumutbar ist, man merkt, da ist was Unrechtes im Gange, da fängt der eine mit einer Rangelei an und mit einer Schlägerei und man hat die Chance, dem entgegenzuwirken, das zu stoppen. Vielleicht, weil man auch nicht allein ist, sondern weil mehrere von euch gleich zusammen sind. Da hat man noch mehr Chancen, auch ein Stück Respekt zu bekommen. Ja, solchen Auseinandersetzungen entgegenzuwirken oder auch nicht. Tatenlos zuzusehen, wenn einer anfängt, mit irgendeinem schmutzigen Stift was zu bemalen, zu verunstalten oder gar mit dem Taschenmesser Sitze aufzuschlitzen und dergleichen. Da nicht zu sagen, ist doch mir wurscht, geht doch mir nichts an, ja, blödel, aber ja, halte lieber meinen Mund, gehe lieber ins andere Abteil oder was auch immer. Nein. Ihr habt das jetzt mit der tollen Ausbildung, am Beispiel unserer S-Bahnen, kennengelernt, seid ausgebildet worden. Aber ihr werdet im Laufe der Jahre sehen, das, was einem da an Gedanken bei einer solchen Situation durch den Kopf geht. Und die Frage, ob man dann diesen inneren Schweinehund überwindet. Und ich sage, ja, bleibe ich lieber weg, schaue ich lieber weg. Sondern sagt, ja, so geht's nicht. Und da muss ich sagen, das geht nicht. Und das muss ich dem anderen sagen. Und da muss ich schauen, dass der Unfug macht, das bleiben lässt. Das ist eine grundsätzliche Einstellung und die wird euch, wenn es gut geht, euer Leben lang begleiten. Und deshalb habe ich vorhin ganz bewusst diesen weiten Bogen geschlagen, auch zu unserer Demokratie insgesamt. Das ist wichtig. Das unterscheidet uns auch von manchen anderen Gesellschaftssystemen weltweit. Das erlebt ihr zum Teil auch aus den Nachrichten. Da gibt es andernorts auch andere Länder mit Herrschern, die wollen, dass sich möglichst die ganze Bevölkerung mehr so duckmäuserisch verhält und ihr Maul hält und nicht demonstriert und nicht ihre Meinung sagt, sondern allbrav zu allen Ja und Amen sagt und dergleichen mehr. Demokratie heißt, dass Menschen für ihr eigenes Leben einstehen, für ihr eigenes Schicksal einstehen, für ihre Zukunft arbeiten. Ich will es nicht zu sehr dramatisieren, aber es ist schon wichtig. Und es ist deutlich, dass so wie das zu erkennen, in
zu sagen, ja, ich bin bereit, mich zu engagieren für andere Menschen. Muss gar nicht irgendwas Abstraktes sein. Es geht um eure Mitmenschen. Dazu bereit zu sein, das ist, denke ich, gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Das ist cool, wie vielleicht manche von euch heute formulieren würden. Ja, das ist wirklich cool. Das ist gut. Und deswegen möchte ich dafür ganz, ganz herzlich danken. In erster Linie euch danken. Ich schließe Ihnen den Dank natürlich mit ein. Eure Trainer, das Trainerteam der S-Bahn München, die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizeidirektion München, euer Betreuungslehrer oder Vertrauenslehrer, alle, die mit sich engagiert haben. Ich sage das ganz bewusst, weil die meisten von denen, die sich damit engagieren, die haben das auch zusätzlich hier sozusagen ein Engagement eingebracht. Die meisten zum Beispiel der eingesetzten Lehrer, die kriegen keine Zusatz- oder Überstunden dafür bezahlt, dass sie das jetzt auch noch gemacht haben. Bei den Polizisten ist es ähnlich und dergleichen. Ja, es gehört einerseits natürlich zum jeweiligen Beruf, zur jeweiligen Aufgabe dazu, aber trotzdem haben die das alle nochmal zusätzlich gemacht und hätten stattdessen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit für was anderes gehabt. Und deshalb sage ich denen auch ein ganz herzliches Dankeschön. Ich sage schließlich, das sage ich auch im Hinblick jetzt auch auf den S-Bahn-Verkehr. Wir erleben viele Diskussionen darüber, wie es weitergeht, auch mit dem Verkehr in unseren Großstädten, gerade hier in unserer Landeshauptstadt, in dieser Millionenstadt München. Wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr weiter ausbauen. Wir haben da keinen Platz hier, dass es noch mehr Autos gibt. Wir müssen in allen Verkehrsbereichen ausbauen, Platz für Fahrräder haben, aber eben auch U-Bahn und S-Bahn ausbauen. Aber dann müssen die Menschen sich gleichzeitig dort auch wohlfühlen. Und das ist damit aber ein ganz enger Zusammenhang mit dem Thema zwischen dem, was ihr tut und auch der Verkehrspolitik. Wenn die Leute die einen Angst haben, zum Beispiel abends, nachts oder was, in die S-Bahn zu gehen, vielleicht weniger die in eurem Alter, aber auch ältere Leute, oder wenn sie es schrecklich finden, weil es schon wieder so verwüstet worden ist, ein S-Bahn-Abteil oder dergleichen, dann sagen die dann, ja, ich würde ja eigentlich schon gern mit U-Bahn oder S-Bahn fahren, aber wenn es da so aussieht, wenn es da so zugeht, dann gefällt es mir da nicht. Und deshalb ist es auch vor dem Hintergrund ganz, ganz wichtig. Ja, wir wollen den öffentlichen Verkehr weiter ausbauen, aber die Menschen müssen sich da auch sicher fühlen, die sollen sich auch wohlfühlen. Zu all dem tragt ihr ganz wesentlich bei, deshalb ein herzliches Dankeschön. Ich wünsche euch für euer Engagement weiterhin von Herzen alles Gute. Ihr seid anderen damit ein Vorbild. Ich hoffe, dass euer Engagement damit von anderen auch glaubhaft und glaubhaft wahrgenommen wird, dass es wirklich akzeptiert wird. Ich wünsche euch von Herzen, dass es nie zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt, wo ihr persönlich darunter zu leiden habt. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Aber ich wünsche euch bei euren Aufgaben auch weiterhin viel Freude. Ich wünsche euch, dass euch das Spaß macht. Und ich wünsche euch natürlich vor allen Dingen für die Schule auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Denn das ist für euer weiteres Leben auch ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen heute aber herzlichen Dank und alles Gute weiterhin allen Schulbegleitern. Vielen Dank. Herrmann, lieber Büttner, Herr Radmacher, meine Damen und Herren Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Schülerinnen und Schüler, auch die Bundespolizei freut sich, gemeinsam mit euch heute hier diese kleine Feierstunde begehen zu können. Ich habe mir aufgeschrieben, dass eigentlich der Leitsatz für das, warum wir heute hier sind, warum ihr das alles macht, lauten könnte: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und genau darum soll es eigentlich gehen. Bei dem, weshalb wir euch gemeinsam mit der S-Bahn, ich danke den beiden Kollegen hier zur Linken, Herrn Zügler und Herrn Brag, sehr für dieses Engagement über viele Jahre hinweg, warum wir euch ein wenig fit machen mit Theorie und Praxis, um genau das machen zu können, was es geht. Das gemeinsame Ziel, das wir haben, ist es,
die Verhütung von Unfällen voranzutreiben, aber eben auch Schäden, vor allem kleinere Schäden und auch andere Risiken zu minimieren und vielleicht auch im Ansatz zu verhindern. Ich selbst war am letzten Wochenende privat mit der S-Bahn unterwegs, ich fahre selber sehr viel S-Bahn, und bei meiner Haus-S-Bahn-Haltestelle Fasanengarten traf ich eine Situation, da dachte ich mir, das wäre auch etwas für die Schülerbegleiter. Dort saßen am frühen Nachmittag zwei Kinder oder junge Jugendliche, schon 12, 13, 14, auf der Bahnsteigkante und ließen die Beine in den Schienenraum hinein baumeln. Und ganz in der Nähe befanden sich zwei Erwachsene. Ein Mann, etwa 50 Jahre alt, eine Dame, vielleicht 40, 45. Die haben das sicherlich gesehen. Die waren kaum 10 Meter entfernt. Keiner hat denen was gesagt. Ich habe es da gemacht, selbstverständlich. Wie gesagt, Leute, das ist gefährlich, die Beine da reinzuhalten. Steht auf, stellt euch möglichst hinter die weiße Linie. Dann kam die Dame auf mich zu und sagte mir, Gott sei Dank, endlich hat das denen mal einer gesagt. Meine Frage war, warum denn nicht sie? Daraufhin hat sie erstmal gar nichts mehr gesagt. Ich will euch damit sagen, es sind oftmals so kleine Situationen, scheinbar harmlos, scheinbar ungefährlich, wenn das andere Kinder, andere Schüler, andere Jugendliche machen, bei denen ich euch bitten würde, einzuschreiten. Es sieht harmlos aus, kann aber unter Umständen sehr böse enden. Die Tätigkeit des DB-Schülerbegleiters ist im Grunde genommen eine Aufgabe im, nennen wir es mal etwas, hochtrabend im vorpolizeilichen Raum. Echte Risiken, echte Gefahren, große Risiken soll und darf keiner von euch eingehen. Dafür ist die Polizei zuständig, die Landespolizei oder eben wir von der Bundespolizei. Aber all die Dinge, die so im Vorfeld laufen, kleine Rangeleien, die eben auch von Herrn Minister beschrieben, Drängeleien, Herumkrakeelen oder eben auch das Eingehen von Risiken, über die Schienen laufen, die Bahnen reinbaumeln lassen, das sind Dinge, bei denen ich Sie sehr bitten würde, tätig zu werden, denn damit ist schon sehr viel geschaffen. Die Polizei kann und will auch gar nicht überall sein. Wir brauchen auch ein paar polizeifreie Räume in diesem Land. Wir sind aber dann zur Stelle, wenn es wirklich gefährlich wird. Und es ist gut zu wissen, dass es euch gibt, die auch ein wachsames Auge haben auf die Dinge, die möglicherweise so am Rande und davor passieren. Dafür spreche ich den Dank der Bundespolizei aus. Ich bin froh, dass ihr das macht. Es sind ja schon die Zahlen genannt worden, in rund 10 Jahren fast 2000 DB-Schülerbegleiter. Derzeit, so wurde mir aufgeschrieben, haben wir 628 aktive DB-Schülerbegleiter in und um München. Das ist eine große Zahl. Wir müssen ja ständig nachbilden, weil die Schüler durchwachsen durch die Schulen und dann quasi, wenn sie oben angekommen sind, den Bereich verlassen werden. Deswegen ist das eine Endlosschleife beständig neuem Zuwachs. Wir hoffen sehr, dass wir auch weiterhin interessierte Jugendliche finden, die mitmachen und ebenso engagiert wie ihr diesen Job übernehmen. Ich danke allen. Ich danke der S-Bahn für die Kooperation. Ich danke den Schulleitern und Leiterinnen dafür, dass sie ihre Türen öffnen für dieses Programm. Ich danke euch, dass ihr das macht. Und ich hoffe auch, dass ihr weitere interessierte Jugendliche findet, die immer sagen, das will ich auch, wenn ich in der passenden Klasse bin. Ich danke Ihnen, Herr Minister, dafür, dass Sie quasi Ihre schützende Hand über uns halten. Und ich versichere, die Bundespolizei wird weitermachen. Herzlichen Dank. Ja, dann kommen wir zur Zertifikatübergabe. Anfangen würde ich ganz gern mit dem Gymnasium Obermenzing. Ich bitte wieder die Schüler zu mir vorzukommen. Schulleitung erkläre ich gerne. Ja. Also Obermenzing, genau, das geht relativ schnell. So, machen wir das alles.
Nächste Schule wäre Gymnasium Dr. Überreiter. Bitte folgen.